Heute möchte ich über den neuen Bryson D. Chambeau mit dir sprechen und dir zeigen, was du von ihm lernen kannst. Keiner polarisiert zurzeit so auf der USPGA Tour wie der Profi Bryson D. Chambeau. Der Professor, wie er manchmal auch genannt wird, ist er dafür bekannt, dass er die verrücktesten Ideen hat und nichts unversucht lässt, um besser zu performen. Aber was jetzt passiert ist, finde ich einfach unglaublich und darüber möchte ich sprechen. Das Bemerkenswerte ist, seit dem Lockdown hat er ausschließlich Top-10-Ergebnisse erreichen können auf der US-Tour und sogar letzte Woche sein erstes Turnier gewonnen in der heutigen Saison. Was noch beeindruckender ist, wie er aus dem Lockdown zurückgekommen ist. Und zwar hat er insgesamt ca. 20 Kilogramm an Masse hinzugefügt in der Lockdown-Phase. Hauptsächlich Muskelmasse. Und wenn man ihn jetzt anschaut, da schaut es aus, als ob er der Incredible Hulk wäre. Und doch früher war er ein eher, ja, ich sage nicht schmächtiger, aber doch nicht gar so breiter Athlet. Und das ist jetzt schon ein sehr, sehr ungewöhnliches Bild für ihn. Das Weitere, was noch interessant war, ist, er hat etwas geschafft, was ich meines Wissens nach noch nie gesehen habe von irgendeinem Profi. Und zwar konnte er die Ballgeschwindigkeit signifikant erhöhen. Normalerweise ist es so, dass Profis von einer Saison auf die andere nicht einmal 5 Miles per Hour Schlägerkopfgeschwindigkeit hinzufügen und auch die Länge sich nicht maßgeblich ändert. Das ist jetzt komplett anders bei Bryson. Bryson hat die Limits gepusht und er hat jetzt ungefähr 140 Meilen pro Stunde Schlägerkopfgeschwindigkeit, wenn er das möchte, und kann im Training bis zu 205 Miles per Hour Ballspeed erreichen. Im Turnier heißt es, erreicht er zurzeit 195 Miles per Hour Ballspeed und früher, vor dem Lockdown, hatte er nur 175. Das heißt, das sind 20 Miles per Hour mehr Ballspeed, was einen unglaublichen Distanzgewinn bei ihm verursacht hat. Und das hat es ihm in dieser Größenordnung sicher noch nie gegeben. Was weiters interessant ist, ist das Thema Fitness, weil es ist ja schon seit Jahren üblich mit Tiger Woods, Rory McIlroy und mit all diesen Jungs, dass die natürlich schon viel Fitness gemacht haben. Aber wenn sie trainiert haben, haben sie ja eigentlich eher so trainiert, dass sie eher ja, drahtig bleiben und trotzdem ja, sehr viel Kraft erzeugen können. Bei Bryson diesmal eben ganz anders. Angeblich trinkt er 5 bis 7 Eiweißshakes am Tag und hat, ich weiß nicht wie viel trainiert, jedenfalls ist er extrem auf Muskelmasse gegangen. Und das ist etwas, was wir eigentlich in der Form bei Profigolfer noch nie gesehen haben, dass ein Golfer sich so auf Masse trainiert. Aufgrund der extrem hohen Schlägerkopfgeschwindigkeit, die er jetzt hat, und auch der extrem hohen Ballgeschwindigkeit, die er jetzt hat, hat er wesentlich mehr Backspin auf den Ball bekommen. Und um das zu optimieren, hat er jetzt auch einen 5,5 Grad Driver im Bag. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, so einen 5,5 Grad Driver. Ich habe ja mein Leben öfters schon Longhitter trainiert und ich weiß so, wie diese Driverköpfe ausschauen mit 3,5, 4,5, 5,5 Grad Loft. Aber 5,5 Grad Loft ist im Prinzip ja fast wie ein Putter. Und es ist eigentlich unglaublich, dass man so ein Gerät konstant schlagen kann. Das braucht er jedoch, um den Rückwärtsdrahl im Griff zu halten, damit er nicht zu viel Drahl bekommt und so die Länge optimieren kann. Und noch etwas fasziniert mich sehr. Wenn ich mir vorstellen würde, dass ich jetzt auf einmal deutlich mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit habe, das heißt mit jedem Schläger das Potenzial habe, ihn um einiges weiter zu schlagen, dann würde ich einiges an Zeit verbringen müssen, um mein Spiel neu kennenzulernen. Das heißt, ich müsste viele Runden drehen, um überhaupt herauszufinden, wie gehe ich die ganze Platztaktik an, wie viel streue ich nun mit dieser neu gewonnenen Länge. Ich müsste lernen, wie sich der Ball am Grün verhält, wenn ich das Grün anspiele und, und. Es gibt da viele Faktoren. Und Bryson dürfte darüber nachgedacht haben im Lockdown, wie er seine neue Länge optimal einsetzt. Das heißt, er muss auch sehr viel mental daran gearbeitet haben, damit er nach dieser Lockdown-Phase sofort in Hochform so performen kann. Jetzt, wo wir über seine körperlichen Veränderungen gesprochen haben, möchte ich auch über seine Technik sprechen, die auch sehr, sehr ungewöhnlich ist. Er ist dafür bekannt, dass er bereits in den letzten Jahren sehr viel an seiner Technik gefeilt hat und Sachen probiert hat, die ja, die meisten Tourspieler eben in der Form nicht so extrem machen. Eine Sache war eben dieser One-Plane-Swing, den er probiert, dass er quasi sagt, er versucht, den Schläger auf einer Bahn zu schwingen, was er eher ein Gefühl ist.
als dass es der Wirklichkeit entspricht. Aber jedenfalls diese Idee von einer Schwungbahn, die fasziniert Bryson sehr stark. Und ich weiß auch vom Biomechaniker Dr. Kwon, mit dem ich immer wieder Kontakt habe, dass er der ist, der am nächsten an einen One-Plane-Schwung drankommt. Es ist kein One-Plane-Swing, weil er hat sehr wohl auch eine kleine Abflachbewegung drin, aber er ist der, der das am allerwenigsten macht. Er hat dann noch ein paar Sachen im Lockdown an seinen Schwung verändert, um eben auch auf diese hohen Speeds zu kommen. Aber bevor ich darüber spreche, möchte ich über eine andere interessante Sache bei seiner Technik sprechen. Und zwar versucht Bryson, möglichst viele Variablen zu reduzieren, damit er zu mehr Konstanz kommt. Eine Variable zum Beispiel ist, dass er Single-Length-Irons spielt. Das heißt, er spielt Eisen, die alle dieselbe Länge haben. Egal ob 5er-Eisen, 7er-Eisen, 9er-Eisen, sie haben alle die Länge eines 7er-Eisens bei ihm, wenn ich richtig informiert bin. So hat er immer dasselbe Schwunggefühl. Ein sicherlich sehr interessantes Konzept, das man durchaus mal probieren kann, aber machen eigentlich jetzt so nicht so viele Tourspieler. Aber wie gesagt, Bryson hat da kein Problem, mit solchen Sachen herum zu experimentieren. Und scheinbar gefällt es ihm, weil er macht das jetzt doch schon eine gewisse Zeit. Das nächste, was er in seiner Technik macht, ist, er verwendet das Prinzip der End Range of Motion. Was heißt das? Er sagt zum Beispiel, dass sein linker Unterarm im Treffmoment supiniert sein soll. Supiniert heißt nichts anderes, als dass der Unterarm nach außen rotiert ist. Das Gegenteil, eine Einwärtsrotation nennt man eine Pronation. Er weiß zum Beispiel, dass die meisten guten Ballstriker mit dem linken Unterarm in einer Supination sind im Treffmoment und der Handrücken flach bis sogar etwas gebeugt ist. Wie nützt er das nun? Er nützt das so, dass er sich bereits im Setup in diese Stellung begibt. Das heißt, er supiniert den linken Unterarm maximal, weil er sich damit sagt, wenn ich jetzt schon maximal supiniert bin, dann kann ich nicht noch mehr supinieren. Und das stabilisiert beim Schlag meine Schlagfläche, dass die nicht sich herumdreht. Würde jetzt zum Beispiel der Unterarm nicht supiniert ankommen, wenn er supiniert gestartet ist, sondern anders, dann wäre eine Variable entstanden, die Unkonstanz hervorrufen kann. Und das Schlimmste ist, was er sich gedacht hat, ist, dass er irgendwie so zwischen einer Supination und einer Pronation ist. In einer Pronation übrigens wirst du nicht schaffen, den Schläger zu halten, weil dann musst du so greifen. Das heißt, er denkt sich, wenn ich irgendwo dazwischen bin, dann habe ich viele Möglichkeiten, Fehler zu machen. Und wenn ich eben maximal ausgedreht bin, dann habe ich noch diese eine Stellung und dann versucht er im Treffmoment wieder in diese Stellung zurückzukommen. Das gibt ihm eben das Gefühl oder hilft ihm dabei, die Schlagfläche zu stabilisieren. Damit er eben in dieser supinierten Stellung sein kann überhaupt, hat er auch einen anderen Griff wählen müssen links. Keinen konventionellen, wo ich sage, ja hier mehr in den Fingern, wo man hier etwas Dorsalbeugung hat, was ich eigentlich Hobbygolfern sehr empfehle, sondern einen ganz extremen Griff, der sogar nach links ausrotiert ist. Einen sehr, sehr schwachen Griff, wie man sagen würde. Sehr stark nach links ausrotiert, um diese Supination zu fördern. Ja, darf er das? Ja, er kommt damit zurecht, damit ist das alles in Ordnung. Er kommt mit der Schlagfläche wieder gut hin. Und solange das funktioniert, ist das ja alles in Ordnung. Weiters hat Bryson verstanden, dass die besten Ballstriker der Welt ihren Ellenbogen zum Ziel zeigen haben im Treffmoment. Das liegt daran, weil ab dem Ellenbogen aufwärts der Oberarm in einer Einwärtsrotation ist. Und wenn diese maximal ist, sagt er, dann kann ich ja quasi wieder hier keine Schlagflächenrotation haben. Erst wenn ich anfange, wieder den Oberarm zu drehen, dreht die Schlagfläche zu und ich bekomme einen unkonstanten Schlag. Das heißt, er versucht bereits im Setup mit dieser starken Supination, so gut es geht, den Oberarm einwärts gedreht zu haben, was natürlich in dieser Extremhaltung nicht sehr viel ist, aber in der Dynamik im Treffmoment wird es dann bei ihm eher so ausschauen, dass es wirklich zum Ziel zeigt. Das heißt, wieder eine Variable abgehakt, die unkonstant ist. Das heißt, jetzt haben wir bei ihm eben den Griff, linke Unterarm-Supination und die Oberarm-Einwärtsrotation. Jetzt gibt es aber noch was bei ihm. Er ist auch dafür bekannt, dass er auch die Arme sehr stark gestreckt hat. Das heißt, er versucht auch im Schwung einen sehr großen, konstanten Radius zu halten. Er hat die Idee sicherlich, dass er einen Constant Radius Schwung probiert, ohne große Bewegungen zum Körper hin oder vom Körper weg. Er versucht wohl, alles sehr konstant zu lassen. Zumindest ist das seine Idee. Und gibt daher die Arme in eine sehr, sehr gestreckte Position bereits im Setup. Erinnert mich auch ein bisschen an Mo Norman, wer den kennt.
Das heißt, klassisch sieht man sehr häufig diesen Winkel hier zwischen Schaft und Unterarm. Er macht das eben nicht. Er versucht eher an diese One-Plane-Idee zu kommen. Aber was daran interessant ist, ist, dass er auch im Handgelenk etwas verändert hat. Und zwar dadurch, dass er jetzt nicht so gewinkelt ist mit dem Handgelenk, ist er mehr ulnar, also die hat nach ulnar gebeugt. Und er sagt sich auch wiederum, wenn ich maximal ulnar gebeugt bin hier, dann habe ich wieder keine Variante im Treffmoment, dass einmal die Hände zu hoch, einmal zu tief kommen. Und auch hier hat er wiederum es geschafft, die Handgelenke in eine Position zu bringen, die ihm die Konstanz des Schlages erleichtert. Noch etwas hat Bryson in seinem Setup bzw. bei seinem Material, das etwas außergewöhnlich ist. Und zwar, er verwendet einen sehr, sehr dicken Griff. Es ist gut möglich, dass Bryson relativ große Hände hat. Aber wenn er eben diese extreme Griffhaltung hat, von der wir sprechen, dass er eben hier ausgedreht ist nach links, viel ulnar gestreckt ist im Handgelenk, sehr viel Supination hat, dann passt sicherlich ein dicker Griff sehr gut dazu, weil er hier auch sehr wenig Rotation bekommt. Wenn ich jetzt hier auf den dünnen Teil greife, der Schlagfläche, und ich drücke jetzt nur den Finger zusammen, kann es mir passieren, dass allein durch den Griffdruck die Schlagfläche zum Drehen beginnt. Und das will Bryson überhaupt nicht. Er möchte einen dicken Griff haben, auch wenn er dann fester zuschlagen will oder fester hingreift im Treffmoment, soll dieser Schläger stabil bleiben. Und das ist sicherlich einer der Gründe, warum er das macht. Der zweite Grund, warum er einen dicken Griff wohl hat, ist deswegen, weil er ja eben diese Idee hat, dass er nicht viel winkeln möchte. Natürlich, wenn du dann sein Video anschaust, siehst du, dass er sehr wohl im Abschwung sehr viel winkelt. Aber das passiert nicht deswegen, weil er das unbedingt versucht. Also er versucht nicht bewusst Lag zu erzeugen. Nein, im Gegenteil, Bryson versucht es eigentlich loszuwerden. Aber durch diese starke Dynamik, die er entwickelt, und durch die gute Mechanik, die er hat, kriegt er trotzdem sehr viel Winkel zwischen Unterarm und Schläger. Aber seine Idee prinzipiell ist es, nicht viel Winkel im Abschwung zu haben. Nein, im Gegenteil, er versucht eben durch diese große Weite, die er hat, durch das wenige Winkeln im Aufschwung, er winkelt ja wirklich wahnsinnig spät erst, versucht er das eigentlich wieder loszuwerden. Und wenn du einen dicken Griff verwendest, fördert das eher weniger Handgelenkswinkel. Das ist wahrscheinlich der zweite Grund. Der dritte Grund, warum er das macht, wohl ist deswegen, weil wenn ich einen dicken Griff habe, dann kann ich wesentlich mehr Kraft auf den Schläger, auf den Griff geben. Das könnte was sein, was ihm hilft, den Schläger zu stabilisieren, aber auch natürlich zu noch mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit zu bekommen. Also eine sehr interessante Sache, das mit dem dicken Griff. Bitte bleib dran, ich komme bald dazu, wie du von Brysons Schwung profitieren kannst. Und noch etwas hat Bryson im Schwung verändert, damit er zu mehr Länge kommt. Und zwar das Erste, was er extremer macht als früher, ist, er erlaubt die linke Ferse mehr zu heben als früher. Das ergibt ihm etwas mehr Körperrotation und somit etwas mehr Rückschwunglänge. Das Zweite, was er macht, ist, er erlaubt auch das rechte Knie zu strecken. Das hilft ihm, das Becken mehr zu kippen, den Oberkörper mehr zu kippen, damit er kräftiger in den Boden reinladen kann, um den Ball weit zu schlagen, weil nämlich im Abschwung sieht man eben sehr deutlich, dass er dann runtergeht, eine Plattform schafft, dass er sich wieder rausdrückt aus dem Boden. Und das macht er jetzt im Moment so gewaltig, dass er Schlägerkopfgeschwindigkeiten bis zu 140 Miles per Hour erreicht. Er ist wesentlich schneller am oberen Todpunkt angekommen in seinem Schwung und auch wieder wesentlich schneller beim Ball. Bei seinem alten Schwung hat das alles wesentlich länger gedauert. Und vergiss nicht, er hat auch früher schon den Ball sehr, sehr weit geschlagen. Aber jetzt eben hat er wirklich daran gearbeitet, mehr Geschwindigkeit gerade hier in der ersten Phase zu bekommen und in dieser Phase hier zu bekommen, damit er mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit erreichen kann. Ich würde sagen, das ist sogar eines der auffallendsten Änderungen, die er seit dem Lockdown uns präsentiert hat. So, was kann der Hobbygolfer jetzt von Bryson lernen? Gut, das sind ein paar Punkte. Ich möchte eine kurze Zusammenfassung geben, einfach als Denkanstoß. Das Erste, was mir einfällt, ist, dass Bryson ja sehr viel Zeit investiert hat, in seinem Griff eine Griffstellung zu finden, die für ihn passt, damit er die Schlagfläche wieder gerade zum Ball bekommt. Das heißt, ich glaube, dass Hobbygolfer sich sehr viel Zeit nehmen sollten, einen ordentlichen Griff zu lernen, der ihnen eine einigermaßen gerade Schlagfläche im Treffmoment geben soll. Und wirklich darauf einen großen Fokus legen. Man kann auch ein bisschen herumexperimentieren, ob der Daumen ein bisschen länger, ein bisschen kürzer sein soll, ob man die Hand ein bisschen mehr nach rechts drehen soll, ein bisschen mehr nach links drehen soll und so weiter und so fort.
Aber ich würde auf alle Fälle da mir wirklich viel Zeit nehmen, um einen ordentlichen Griff zu lernen, damit die Schlagfläche square ist und man optimale Schlägerkopfgeschwindigkeit erreichen kann. Ich habe hier unten übrigens in der Beschreibung ein Video verlinkt zu einem Griffvideo von mir, wo ich dir ganz genau erkläre, wie ein neutraler Standardgriff aussehen soll. Das nächste, was man von Bryson lernen kann, ist seine Radiuskontrolle. Was meine ich damit? Damit meine ich, der Abstand zwischen Griff und Körper, dass der versucht, im Schwung konstant bleibt. Das heißt, dass ich nicht versuche, hier zu überwinkeln, die Ellenbogen, dass ich nicht versuche, hier zusammenzubrechen, sondern dass ich versuche, einen konstanten Radius durch den ganzen Schwung habe. Das bedeutet in anderen Worten auch einen kürzeren Aufschwung und kompakteren Aufschwung in dem Sinn. Kompakt meine ich deswegen, damit man eben nicht beginnt, die Ellenbögen so weit auseinander zu bewegen und auch versucht, nicht den rechten Arm zu überbeugen. Also sicherlich etwas, was man sich anschauen sollte, das wird zu besseren Kontakten führen. Das nächste, was wir von Bryson lernen können, ist das Handgelenkswinkeln. Ja, da ist, mir ist es immer ein Riesenbedürfnis, Amateurgolfern beizubringen, weniger zu winkeln. Hier, die meisten sind überwinkelt. Also sicherlich die meisten von euch, die hier zusehen, sind überwinkelt. Ich versuche immer das Gefühl zu haben, dass man fast gar nicht winkelt. Ich habe übrigens unten in der Beschreibung auch noch ein Video hinzugefügt über den Handgelenkseinsatz im Golf. Das würde ich dir sehr, sehr nahelegen, dass du dieses Video auch dazu anschaust. Wenn du wenig Handgelenkswinkel hast, tust du auch viel leichter, dass du mehr Radius hast und du bekommst eine wesentlich stabilere Schlagfläche im Schlag und erzeugst dadurch auch mehr Power. Also etwas, was sicherlich als Idee von Bryson zu übernehmen ist, versuche die Handgelenke im Golfschwung fast nicht zu winkeln, außer du bist jemand, der wirklich gar keinen Winkel hat. Die nächste Sache, was man als Hobbygolfer von Bryson lernen kann, ist eben diese Idee von dem Strecken des rechten Fußes. Das heißt, ruhig erlauben, dass der rechte Fuß in eine Streckung geht. Ich möchte keinen gebeugten rechten Fuß haben. Bitte beginne zu strecken. Das hilft der Hüftrotation, das hilft auch der Beckenseitkippung und der Kippung des Körpers allgemein. Wieder in der Beschreibung unterhalb des Videos habe ich ein Video von mir gepostet, das du dir bezüglich der Seitkippung unbedingt ansehen solltest. Weiters kann der Amateurgolfer dann auch noch von Heben der linken Ferse profitieren. Das heißt, du möchtest nicht versuchen, die linke Ferse am Boden zu lassen, sondern erlaub ruhig im Aufschwung, dass die Ferse etwas in die Luft kommt. Ich überzeichne das ein bisschen hier, damit man sieht. Aber das wird dir eine wesentlich bessere Drehung geben. Das hilft dir auch bei den Druckpunkten, dass du diese besser im Aufschwung hast, damit du nachher den Boden im Abschwung besser verwenden kannst. Und das ist etwas, was viele, viele Golfer falsch machen. Sie versuchen, die linke Ferse unten zu lassen und man sieht es auch nicht nur bei Bryson, auch bei vielen, vielen Profigolfern geht der Trend wieder dahin, wo er eigentlich schon in den 50er und 60er Jahren war, nämlich, dass die linke Ferse sich mehr hebt im Aufschwung. Also das kannst auch ruhig du probieren. Und das Allerwichtigste, was du, glaube ich, von Bryson zurzeit lernen kannst, ist die Geschwindigkeit des Aufschwungs und des Abschwungs. Und zwar, wie oft hat man schon gehört, man soll langsam und kontrolliert aufschwingen und hier oben eine Pause machen im Übergang? Hört man sehr oft, oder? Das ist etwas, was wir vorhin schon besprochen haben, was Bryson gar nicht macht und was kein Tourspieler macht in der Regel, dass er irgendwas langsam macht. Das heißt, versuche auch wirklich gerade hier in der ersten Phase etwas Geschwindigkeit zu bekommen. Das heißt jetzt nicht, dass du ja aus den Socken fliegen musst, aber versuch den ersten Teil hier etwas zügiger zu machen und bitte auch hier im Wechsel hier ruhig etwas zügiger werden, dann bekommst du mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit und du wirst auch den Ball konstanter treffen, weil das eine wesentlich athletischere Schwungidee ist. Weiter solltest du dich auch mit deinem Material ordentlich beschäftigen. Das heißt, schau bitte, dass du die richtigen Schäfte drin hast. Schau bitte auch, dass du die richtige Griffgröße drauf hast. Rede mit jemandem, der sich da auskennt und versuche, das beste Set zu bekommen, was du für dich bekommen kannst. Du wirst dir wesentlich leichter tun, wenn das alles stimmt. Wenn du noch lernen möchtest, wie du den Driver konstanter und besser schlagen kannst, da habe ich hier ein sehr interessantes Video letztens gemacht, das solltest du dir unbedingt ansehen und ich hoffe, wir sehen uns dann gleich drüben auf der anderen Seite. Tschüss!